Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ich werde mir erstmal eine Kiste machen, aber am besten gleich eine Doppelkiste. Ist, glaube ich, besser. Wenn man gleich eine große Kiste hat, da kann man erstmal seinen ganzen Klumpatsch drin setzen. Achso, die Körner bleiben mal schön. Das Buch kann erstmal rein, das Gold, die Smaragde, das Fleisch. Das bleibt. Das auch. Ich werde sowieso mehrere Felder anlegen, weil Kartoffeln und später noch Karotten kommen ja auch noch hinzu. Rote Beete jetzt auch noch. Schönes großes Feld hier. Wo dann schön Weizen angepflanzt werden kann. So. Gehen wir noch ein bisschen auf Weizensammlung. Je mehr Weizen man hat, desto schneller wird es auch mit dem Essen machen. Und Getreide kann man sowieso gut gebrauchen, auch fürs Füttern von Tieren wie Schafe oder Kühe. Ja, das braucht man alles auf jeden Fall. Kühe braucht man ja auch, um einerseits Essen zu kriegen und um Leder zu bekommen. Und Schafe für Wolle und auch eventuell Essen, wenn man möchte, aber muss man nicht unbedingt. Man muss sich auch nicht so viele Schafe halten, aber wenn man einen bunten Mix haben möchte aus Schafen, also gibt ja braune Schafe, schwarze Schafe, hellgraue Schafe, blaue Schafe, rosa Schafe. Gibt wirklich so viele verschiedene Sorten an Farben von Schafen. Da hat man eine Vielfalt auf jeden Fall drin. So. So, wir haben jetzt 25 Weizenkörner. 26. Gut. Dann schauen wir mal. Alles wird es noch nicht sein. Aber ist nicht so schlimm. Bisschen haben wir noch Platz. Das war gerade der Ton, dass ich gerade was hochgeladen habe. Geil. Habe ich mich gerade erschrocken. Oh, kriegt man gleich wieder ein Herzkasper hier. Nächstes Mal mache ich das einfach, wenn ich dann nicht mehr aufnehme. Ich könnte auch kotzen. So, erstmal vor Wut hier alles abmähen. Abmähen. So. Ich werde nur noch hochladen, wenn ich nicht aufnehme. Ey. Sonst kriegt ja irgendwann ein Herzkasper. Wenn ich später noch Horrorspiele vielleicht mal spielen sollte oder sowas, dann auch noch. Habe ich ja richtig Spaß dann dran. So. 4 Weizenkörner haben wir noch über. 5. Hier ist auch noch einer. Passt ja. Dann können wir uns ja so langsam ranmachen. Die Hacke nehme ich mal raus. Dann werde ich mal ja, gleich wieder Steine sammeln. Ne? Braucht man ja wieder mal. Und genau, ich wollte noch Glas herstellen. Schmeiße ich mal Sand in den Ofen noch. Den habe ich natürlich jetzt hier reingeschmissen. Sand rein. Ah, hier. 2, 3,
6 müssten reichen. So für 8 Stück. Ja, 6 könnten reichen. Ups. Nein. Das sieht kacke aus, das will ich nicht so. Ich will keine Rinde abhaben. Wenn die Rinde ab ist, sieht es kacke aus. So. Ich will es so haben. Dann mache ich da aus weiter, ist egal. So, wir wollten Steine sammeln, genau. Ich will nämlich eine Steinmauer machen. Die ist ein bisschen stabiler als Holz. Kann nicht so schnell kaputt gehen. Und ja. Für Tiere ist es sowieso besser. Außerdem habe ich ja ein bisschen was vor mit dem Stein dann. Also mit dem Stall. Mit dem Steinstall. Stallstein. Und man kriegt auch mehr Zäune raus. Dadurch, dass man. Obwohl, nee, auch nicht. Oder? Ich weiß gar nicht. Für Zäune braucht man 2 Stickies und 4 Holzbretter. Na doch, ich glaube, die Steine machen sich da bemerkbar. Also die sind, glaube ich, besser. Von den Kosten her auch. Naja, ist egal. Ich brauche sowieso Steine, von daher nehme ich mir, was ich kriegen kann, und dann ist gut. Okay. Keine Spitzhacke mehr. Da ist Creepy drin. Den wollen wir mal nicht stören. In seiner Butze. So. Dann werden wir mal. 53 haben wir, 5 bleiben über, 48, okay. Das ist doch eine gute Anzahl. Erstmal eine Spitzhacke. Zack. Ist doch zum Heulen hier. Ah, ist nicht so schlimm. Ist schon ein bisschen spät, da kann man sich mal vertun. Dann haben wir noch den Durchgang, genau. Hin und her rennen hier. Zack, zack. Ach nee, reicht ja nicht. Habe ich da noch Stickies drin? Ja. So. Und die 2 da hin. Dann haben wir ein Tor. Dann können wir hier schon mal die ersten Tiere dann reinbringen. Und ich würde sagen, haben wir Stroh? Ja. Dann sollen es 2 Kühe sein. Die Zeit reicht noch dafür. Hallo, du blöde Kuh, komm mit. Ich brauche dich. So. Schön im Schleichmodus. Komm, lauf, 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 um zu tanzen, lauf. Hier, komm, Kuh. Ey, du Kuh, komm mit. Hier, ich hab Heu, Stroh, Weizen, komm mit. Hier. Ich hab nicht so viel Zeit, Sonne geht gleich unter. Ja, schnauf nicht so. Du kannst mal ein bisschen abspecken. Put, 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 put. So ist fein.
Die zweite Kuh kann ich mir erst morgen holen, oder was? Ja, ist zu dunkel schon. Es wird dunkel. Das werde ich niemals schaffen mit der Kuh, wenn die so lahmarschig ist wie die jetzt. Ja, damit das da rein. So, Kartoffeln werde ich dann auch bald anbauen. So. Dann gehen wir erstmal schlafen. So, okay. Der Tag beginnt von neuem. So. Jetzt holen wir uns erstmal die zweite Kuh. Und dann gibt es erstmal Kälbchen. Boah, die Geräusche sind immer so nah. Dabei sind die unter der Erde, die Skelette. Oder die Viecher überhaupt. Hier unter mir ist bestimmt irgendwo eine Höhle. Muss ja. Anders kann man sich das nicht erklären, dass hier Skelette rumtanzen und alles. Komm, Küchen. Kuh. Mu. Marr. Komm. Ich hab deine Lebensgefährtin schon. Komm. Put, put, put. Hier fein. Hier rein, komm. Oh, auf dem letzten Meter, ja. Komm ran hier. So, macht mal Liebe. Sehr schön. Entspringt ein Erfahrungspünktchen gleich mal. So. Ja, hier dauert es noch ein bisschen mit dem Feld. Aber ich habe ja noch genug zu futtern da. Ah, deswegen sage ich halt, früh genug damit anfangen, dann hat man auch genug. Da werde ich nichts machen. Ich werde hier weiter runterbauen. Ich brauche noch mehr Mauern. Da wir auch noch mehr Tiere holen müssen. Ich will ja noch die Schafe, ich will auch die Hühnchen wenigstens haben. Die Schweine sind nicht so interessant, auch wenn die ordentlich Fleisch geben. Aber muss nicht unbedingt. So. Den Kies, den kann ich ja so abbauen. So. Nebenbei vielleicht noch ein paar Feuersteine einsammeln. Aber Feuersteine kommen halt zu selten raus hier anscheinend. Selten als vorher. Ich glaube bei der Alpha von Minecraft, oder nee, Quatsch, bei der Alpha ist das schon. Bei der Beta oder sowas war, glaube ich, sehr viel mehr Feuersteine rausgekommen. Aber das weiß ich auch nicht mehr. Schon ein bisschen her. So. Dann haben wir das. Das bisschen machen wir weg. Dann sammeln wir erstmal Diorit noch ein. Mit Diorit können wir jetzt ja auch schön bauen. Da kann man Stufen bauen. Treppchen. Ja. Kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr anfangen mit. Machen wir den Durchgang noch schön hier. So. Noch die schöne Kohle abbauen. Die kann man auch gut gebrauchen, wie immer. Schön wäre es, wenn noch Eisen hier irgendwo wäre. Damit man sich die Rüstung vielleicht komplett bauen kann. Mir fehlt ja nur noch. Ja, Stiefel und der Brustharnisch. Ja, vielleicht kommt's noch. Hoffen wir mal, dass wir so lange überleben.